Gut, aber zurück zu den Kelten und dem Wald. Dem Wald, das ist nämlich jetzt eine ganz interessante Geschichte und wir wissen es nicht genauer. Daher, vieles trauen sich die Historiker auch nicht zu sagen. Und daher gibt es keinerlei Beweise oder Belege dafür, für das, was ich jetzt gleich erzählen werde. Sondern das ist alles nur Vermutungen. Manche Historiker sind da meiner Meinung, andere sagen, das wissen wir nicht, das können wir nicht sagen. Und zum Teil ist es auch einfach nur meine eigene Meinung. Also ihr dürft gerne mitdiskutieren, wenn ihr anderer Meinung seid oder einen anderen schönen Vorschlag habt, wie es vielleicht eventuell gewesen sein könnte. So, spannende Tatsache ist nämlich jetzt, dass diese keltischen Fürstensitze, zu denen dieser Grabhügel gehört, der sich jetzt hinter der Kamera befindet übrigens, die hatten immer nur so 100 bis 150 bis maximal 200 Jahre Bestand. Man weiß nicht, warum das so gewesen ist und eben gerade diese riesen Grabhügel bauende Kultur, wobei man vermutet, dass sie das übrigens deswegen gemacht haben, weil sie ja mal bei den Griechen zu Besuch waren, da irgendwelche pompösen Bauwerke der Griechen gesehen haben. Und dann irgendwie sich auch im Tode irgendwie ein bisschen verewigen wollten und wenigstens irgendwas Pompöses bauen. Und was Besseres als einen Haufen Dreck haben sie im Prinzip nicht hinbekommen, um es mal böse auszudrücken. Aber immerhin, sie haben was hinterlassen, was ein monumentales Grabmal ist. Und das früheste und für lange Zeit auch erste monumentale Grabmal im heutigen deutschen Raum. Also das war schon durchaus eine beeindruckende Leistung und das Aufschütten und Bauen dieser Grabhügel hat auch sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil die hatten ja keine Bagger oder ähnliches. Heute würde das ruckzuck erledigt sein, natürlich, aber die mussten ja sämtliches Material und in den Hügeln sind auch noch ein Haufen Steine und Bretter verbaut für die Grabkammer an sich. Das erzähle ich euch gleich noch ein bisschen genauer. All dieses Material mussten sie erstmal ranschaffen, dann mussten sie es vor Ort noch deponieren und dann allein diese riesigen Erdmassen, die sie da in irgendwelchen Weidenkörben auf dem Rücken zum Hügel und auf den Hügel gekippt haben. Das war ein Haufen Arbeit. So kommen wir zurück zum Waldbezug. Da gibt es eine wesentliche Tatsache, die für den Umgang des Menschen mit dem Wald spannend sein könnte bzw. ist. Nämlich, aus irgendwelchen Gründen und kein Mensch weiß wieso, hatten diese Fürstensitze mit der zugehörigen Grabhügel immer nur so um die 100 bis 200 Jahre Bestand. Und da kommt das nächste Flugzeug. Das kann jetzt natürlich daran gelegen haben, dass danach jedes Mal Krieg war und sich halt alle wieder gegenseitig ausgerottet haben. Wäre eine mögliche Erklärung. Aber es werden auch Umweltkatastrophen als mögliche Erklärung angenommen. Da frage ich mich allerdings, was soll das gewesen sein? Irgendwelche furchtbar schlimmen Dürren, riesige Stürme oder irgendwie sowas. Das wissen wir ja von der heutigen Zeit auch. Das Wetter war damals jetzt nicht so viel anders wie bei uns, vor dem Klimawandel zumindest. Dass das eigentlich keine so riesigen Katastrophen im mitteleuropäischen Raum gegeben haben kann, dass da alle ausgerottet worden sind, in Anführungszeichen, oder das Gebiet verlassen mussten und ihre komplette Siedlung aufgeben. Was soll das gewesen sein? Das halte ich für unwahrscheinlich. Sehr viel wahrscheinlicher hingegen, finde ich, ist die Überlegung, dass denen die Ressourcen ausgegangen sind. Das ist ja in der Geschichte der Menschheit immer mal wieder vorgekommen, dass irgendeine Kultur an einem bestimmten Ort gelebt hat, an diesem Ort die natürlichen Ressourcen so weit ausgenutzt hat, wie eben ging, und als sie dann alle waren, ist die Kultur entweder weitergezogen oder, Beispiel Osterinseln, ausgestorben. Die haben ihre Inseln ja derartig ausgeplündert, dass sie dann tatsächlich irgendwann alle verreckt sind. Und haben riesige Köpfe dagelassen. Warum auch immer, das weiß ja auch niemand.
Jedenfalls, ich vermute, dass es wohl daran gelegen haben könnte, dass sie einfach nochmal einen, durch die Entdeckung der Eisenbearbeitung, einen extrem kurzfristig, über einen kurzen Zeitraum jetzt plötzlich extrem angestiegenen Rohstoffbedarf hatten und einfach viel mehr Holz verbraucht haben, viel mehr Wald roden mussten, um halt eben ihre entsprechenden Öfen auch zu beheizen. Selbst im Sommer, wenn man sonst nicht großartig heizen musste, außer fürs Kochen. Und jetzt eben zum ersten Mal große Menschenmengen an einem Ort stationär gelebt haben und demzufolge auch noch mehr Landwirtschaft gebraucht haben. Soweit wir wissen, hatten die Kelten auch genauso wie im Mittelalter noch nicht die Düngung erfunden. Beziehungsweise im Mittelalter gab es ja diese Dreifelderwirtschaft, die ja schon so eine Art Produktivitätserhöhung in der Landwirtschaft bewirkt hat. Was heißt so eine Art? Das war definitiv eine. Und das hatten wir, die, soweit wir wissen, noch nicht. Die haben also quasi angepflanzt, geerntet, ohne jemals irgendwie die Nährstoffe dem Boden zurückzugeben. Und wenn man das über 100 oder 150 Jahre macht, auf intensivstem Level und rausholt, was irgendwie rauszuholen ist, wäre schon vorstellbar, dass das dann irgendwann zu doch genug Verlust an Nährstoffen führen kann, dass die Produktivität stark zurückgeht. Und wenn dann zusätzlich zu der Tatsache, dass die Äcker nicht mehr so viel hergeben, vielleicht noch eine Dürre dazukommt oder irgendeine andere Umweltkatastrophe, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Kombination der beiden Faktoren möglicherweise ausreichen würde, so einen reichen Fürsten und beziehungsweise dem seine Ururenkel von dieser Position wieder zu vertreiben. Und mit der Abwesenheit dieses Adels, dieser Oberschicht, hat sich dann wahrscheinlich auch die Unterschicht, die da sonst auch noch ansässig war, sind die mit ihm gereist, sind die alle irgendwie wieder in die Wälder verschwunden und haben wieder auf die alte Art und Weise mit diesem kurzfristigen Loch in den Wald hauen, Acker anlegen und davon leben. Diese Lebensweise, sind die dahin zurückgekehrt? Wo sind die überhaupt hin verschwunden, als die Fürstensitze aufgegeben wurden? Gut, kann man jetzt spekulieren. Interessant ist allerdings, dass eben nachdem diese Fürstensitzzeit zu Ende war, so gegen 800 vor Christus, gegen 600 vor Christus, 400 vor Christus, genau, da waren die dann ungefähr fertig damit. Und die zweite Keltenzeit, die sogenannte Latenezeit, einsetzte. Übergangsweise gab es auch noch weiterhin solche Fürstensitze, aber die wurden dann relativ bald aufgegeben und man kehrte zurück zu einer, ja, dörflichen Lebensweise mit einzelnen, wenn man so will, Dörfer und einzelnen Höfen wieder verstreut in der Landschaft. Außerdem kam noch dazu, dass man irgendwie in Süddeutschland scheinbar aus irgendwelchen Gründen nicht mehr leben wollte und die keltischen Siedlungen verlagerten sich weiter nach Norddeutschland. Wäre ja möglicherweise auch ein Anzeichen dafür, dass man in Süddeutschland nicht mehr so viel fruchtbaren Boden hatte, weil tatsächlich schon so viel Raubbau da stattgefunden hat, auf dem Niveau, wie es die Kelten eben tun konnten, dass es gar nicht mehr so einfach war, vernünftige, fruchtbare Böden da zu finden. Deshalb ist man eben nach Norden gegangen, wo es noch mehr, ja, unberührte Wildnis, fast unberührte Wildnis, zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon keine unberührte Wildnis mehr, also so ganz unberührte, aber wo es auf jeden Fall noch mehr davon gegeben hat oder eher eben Wildnis, als das in Süddeutschland der Fall gewesen ist. Tja, interessant ist jetzt, dass dann wieder noch ein bisschen später im weiteren Verlauf der Keltenzeit die keltischen Wanderungen begonnen haben und die Kelten aus Norddeutschland auch wieder abgewandert sind, nicht etwa wieder nach Süddeutschland, sondern dann sogar nach südlich der Alpen und in Richtung Oberitalien zum Beispiel oder auch die südlich der Alpen gelegene Ecke von Frankreich und so den Bereich. Einfach so die südliche Alpengegend in Anführungszeichen. Da waren dann ja schon andere Völker quasi ansässig. Zum Teil wird das wohl eine friedliche Koexistenz gewesen sein, vermutet man, zu anderen Teilen. Das weiß man dann aus schriftlichen Aufzeichnungen derjenigen, die da unten ja schreiben konnten. Gab es auch Eroberungsversuche der Kelten.
irgendwann, als dann die Römer mächtiger wurden und die Etrusker mit den Kelten auch nicht so viel mehr anfangen konnten, wurden die dann wieder vertrieben und zurück nach Süddeutschland getrieben. Das war aber jetzt schon wieder so viel später, dass man davon ausgehen kann, dass wenn die da zu viel Raubbau an der Natur betrieben hatten oder zumindest auf einem Level, dass sie mit ihren primitiven Ackermethoden, wenn man so möchte, keine vernünftigen Erträge mehr erzielen konnten, dann hatte sich wahrscheinlich in diesen 200-300 Jahren, die da nicht waren, schon genügend neue organische Substanz auf diesen Äckern gebildet. Es stand auch garantiert schon wieder überall Wald. Diese ehemaligen Fürstensitze werden zugewuchert gewesen sein und schon wieder wie ganz normale Natur ausgesehen haben. Also zumindest, wie man sich halt eben ganz normale Natur dann vorstellt nach so einer Situation. Heißt, es waren wahrscheinlich wieder Ressourcen da und die konnten sich wieder ordentlich ansiedeln. Und wir wissen auch, dass sie aus ihrem Aufenthalt südlich der Alpen und ihrem Kontakt mit den höher entwickelten Völkern auch noch weitere Technologien quasi gelernt haben und insgesamt sich kulturell so weit weiterentwickelt haben, dass sie dann nach ihrer Rückkehr nach Deutschland, wenn man so möchte, erst den Sprung zur Hochkultur geschafft haben. Also dann wirklich mit ausgebautem Handelsnetz, intensiv ausgebauten Handelswegen. Handel gehörte nicht nur, das war jetzt nicht nur, ich tausche mal mein Eisenschwert gegen einen Tonkrug, sondern da gab es wahrscheinlich schon so richtig etablierte Systeme, dass da ein reger Handel regelmäßig stattgefunden hat, was auch dazu führte, dass sie eben angefangen haben, echte erste Städte zu gründen, die verdienen wirklich schon die Bezeichnung Stadt. Da gab es dann auch, und dieser berühmte Donnersberg heißt er so, der ja auf YouTube gerne mal in verschiedenen Videos vorgezeigt wird, dass es ja diese tollen Keltenanlagen da gegeben hat. Diese Dinger, also solche Anlagen, diese Viereckschanzen, in denen dann richtige Städte gewesen sind, die auch tolle Wehrmauerkonstruktionen hatten und die sind ja gerade eben am besagten Donnersberg wunderbar zu besichtigen, das ist in der späten Keltenzeit entstanden, also in der späten Latenezeit. Und da hatten die Kelten tatsächlich den Sprung zur Hochkultur dann auch bis auf die Schrift geschafft. Wesentlicher Faktor ist halt eben, dass sie aus irgendwelchen religiösen, kulturellen Gründen oder was eine Schrift nicht haben wollten. Sie wären, vermutet man, durchaus in der Lage gewesen, eine zu entwickeln. Also das handwerkliche Wissen war super ausgeprägt. Es gab also definitiv auch im Bereich der Landwirtschaft viele tolle Neuerungen und die haben da gut gelebt, in Anführungszeichen. Aber eben aus irgendwelchen Gründen nichts aufgeschrieben. Ja, jedenfalls, wie war das jetzt möglich, dass die jetzt da plötzlich wieder eine Hochkultur, was heißt wieder, also zum ersten Mal eine Hochkultur dort gründen konnten, wo vorher eben jede Menge Raubbau dazu geführt hat, dass sie quasi da gar nicht mehr leben konnten? Interessant ist, dass sie nicht wieder die gleichen Orte aufgesucht haben wie vorher. Also es gibt keine spätere Kelten-Hochkultur-Stadt, wenn man so möchte, an Orten, wo vorher so ein Fürstensitz gewesen ist. Das heißt, das haben sie irgendwie gemieden, wahrscheinlich, weil ihnen vielleicht auch klar war, dass da nicht mehr allzu viel zu holen war und doch noch gewisse Verwüstungen zu erkennen waren und Schäden durch die Landnutzung, wie sie da bisher geherrscht hat. So lange hatten dann übrigens diese keltischen Hochkultursiedlungen auch nicht Bestand. Flugzeug. Ja, diese keltischen Städte hatten dann auch relativ bald ein Problem, nämlich die Germanen. Die sind nämlich von Norden gekommen und haben sich zum Teil friedlich, zum Teil weniger friedlich mit den Kelten auch ein bisschen vermischt. Gleichzeitig kamen von Süden dann die Römer in persona, der Julius. Und der Julius hat da auch ziemlich viel kaputt gemacht, ziemlich viel erobert. Und nachdem er dann da ordentlich alles niedergemetzelt hatte und seine Nachfolger und Nachfolger auch alles niedergemetzelt hatten, haben sie dann beschlossen, wir bauen da jetzt mal so eine Mauer in die Landschaft. Gut, zuerst war es überhaupt keine Mauer, sondern nur ein waldfreier Streifen im Gelände, nämlich der Limes. Und damit sind wir jetzt bei den Römern und die gibt's nächstes Mal. Vorher noch eine kleine Anmerkung. Ich weiß, dass der Waldbezug bei dem Thema Kelten jetzt gar nicht so gewaltig ist. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass man über die einfach zu wenig weiß. Also
deshalb Waldgeschichte jetzt nur insofern, dass ich mir halt eben meine Gedanken mache, inwieweit die keltischen Siedlungsformen, die verschiedenen im Laufe der keltischen Geschichte, immer nur so kurz Bestand hatten. Ich kann mir das wirklich nur durch Raubbau an der Natur erklären, dass sie dann aus irgendwelchen Gründen an dem Ort, an dem sie gewesen sind, nichts mehr zu essen gefunden haben. Um jetzt mal ein kleines bisschen zu spoilern, das ist auch so der Hauptgrund, weshalb man davon ausgeht, dass die Römer irgendwann aus Mitteleuropa auch wieder abgehauen sind. Das kann man sogar zum Teil nachweisen, weil die ja dann wieder was aufgeschrieben haben. Aber das ist dann Thema im Römer-Vortrag. Und jetzt gucken wir uns aber noch mal ein bisschen mit Handkamera noch mal den Grabhügel an, damit ihr den auch noch mal gesehen habt. Und dann ist Schluss mit diesem Thema. Jawohl. Lasst mir bitte einen Kommentar da, weil ich sage jetzt gleich nichts mehr, ob das einigermaßen in Ordnung war oder zu konfus oder ihr gerne noch ein bisschen, oder inwiefern stürzt euch, dass das Thema Kelten jetzt mit dem Wald gar nicht so viel zu tun hat, sondern mehr so allgemein jetzt gehalten war, beziehungsweise wenn ihr so allgemeine Dinge interessant findet, würde mich dann wiederum interessieren, ob ihr noch ein bisschen mehr so allgemeines Zeug zu den Kelten wissen wollt, weil ich war sehr lange in diesem Museum und könnte da durchaus noch ein bisschen was zur Lebensweise der Kelten ablassen, wenn das jemanden interessiert. Aber ja, ich freue mich jedenfalls über Kommentare und jetzt gucken wir uns nochmal den Grabhügel an. Ich finde das Ding irgendwie faszinierend. Das ist im Prinzip ja nur ein großer Haufen Dreck, aber ach, der hat irgendwie was. Schwer zu erklären. Blick auf den Schwarzwald. Links Ebersteinburg, also die Siedlung nennt sich Ebersteinburg, die dazugehörige Burg heißt auch so. Das da ist das sogenannte alte Schloss, die Burg der Markgrafen von Baden. Baden liegt da unten, hier da irgendwie so im Tal. Und das da hinten ist der Merkur, der Baden-Badener Hausberg. So, das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.